Hallo zusammen. Das ist eigentlich mein Lieblingsort, wo ich immer rangehe, wenn ich jogge oder eben, wenn die Sonne scheint und ich einfach ein bisschen voraus will. Dann liebe ich das, da glatt runterzukommen und da unten einfach ein bisschen Zeit zu verbringen. Hallo zusammen. Als wir unser allererstes Eheseminar gemacht haben, das war etwa vor 27 Jahren, haben wir etwas mega Praktisches gelernt, das wir heute noch anwenden, manchmal. Der Leiter hat hier gesagt, fragst du ein Ehepaar, zum Beispiel von einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du deine Ehe einschätzen, also jetzt gerade heute? Und dann würde man vielleicht sagen, etwa 7. Und dann fragst du die Frau und dann sagt die etwa 5. Und die Frau hat recht. Die Frau hat das E-Boats-Handbuch für die Ehe. Also intuitiv weiss sie, ob was läuft. Und wenn etwas ist, dann spürt sie, dass es Zeit ist, dass man etwas machen muss. Und mir hat das schon manchmal geholfen. Also noch vor ein paar Jahren, wenn ich da irgendeine Krise hatte, habe ich mir zum Bruder gesagt, du, von 0 bis 10 bin ich bei minus 2000. Und dann war er nicht mega schockiert oder so. Er kennt mich ja, aber hat dann wie gewusst, ah, okay, das bedeutet, jetzt müssen wir wieder ein bisschen zusammenhückeln, ein bisschen reden und wirklich einfach ja, tief austauschen. Und ja, innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde ist ja meistens bin ich dann auch wieder auf einem 7. oder auf einem 8. Und ja, ich finde das wirklich mega praktisch, wenn ihr das auch einführt. Einfach ab und zu mal fragen, du, wie ist es? Und wenn es wirklich Zeit ist, um wieder zu reden, dass ihr dann mit dem vielleicht die Einführung macht. Tschüss zusammen. Lieblingsrestaurant. Meistens, wenn wir Hunger haben oder mega Lust, mit dem auswärts zu gehen, gehen wir Pizza und Pasta in Regensdorf. Gell? Das sind die Zügel, die sind immer zu Rümmeln gewesen. Aber wir lieben es einfach.